Die Nacht war lang für die drei Parteichefs von CDU, CSU und SPD. Bis zum Vormittag haben sie gerungen und sich geeinigt auf einen Vertrag für eine große Koalition. Bei den Menschen in Magdeburg kommt die Einigung ganz unterschiedlich an. Die wird mal Zeit, dass sie zusammenfinden. Ist schon ganz gut. Besser als Neuwahlen. Ist mir relativ egal. Warum? Weil ganz egal, wer das Land hier regiert, das ändert sich eh nichts. Weil sich die SPD der CDU doch unterordnen muss. Und die sozialen Belange doch nicht richtig berücksichtigt werden. Man hat jetzt so das Gefühl, es geht so weiter, wie es bisher war. Und ob dann wirklich sich was verändern wird, weiß man nicht. Die SPD hat genügend untergebracht von ihren Ideen und Deutschland muss regiert werden. Man hat darauf gewartet, aber die Frage ist ja, ist es noch nicht durch? In Berlin präsentieren sich die Parteichefs einig, doch Zankäpfel gab es bis zuletzt, der Arbeitsmarkt und die Gesundheit. In beiden Bereichen konnte sich die SPD teilweise durchsetzen. Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen soll eingeschränkt werden. In der Gesundheitspolitik soll eine Kommission erarbeiten, wie Arzthonorare der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung angepasst werden können. Der Koalitionsvertrag, den wir gemeinsam erarbeitet haben, kann genau das sein. Die Grundlage einer guten und stabilen Regierung, die unser Land braucht und die übrigens auch viele in der Welt von uns erwarten. Dieser Vertrag ist stark von uns beeinflusst worden. Und wir sind auch dankbar dafür, dass mancher Kompromiss, der für die Unionsparteien hart war, am Ende doch erzielt worden ist. So hat die SPD insgesamt 6 Ministerien herausgehandelt, darunter 3 Top-Ressorts, Arbeit und Soziales, das Außenressort sowie Finanzen. CSU-Chef Seehofer wird Innen- und Heimatminister. Kritik am Koalitionsvertrag kommt unter anderem von der FDP, die im November aus den Sondierungsverhandlungen ausgestiegen ist. Das Megathema Digitalisierung ist schon in vollem Gange. Wir müssen die richtigen Weichenstellungen stellen dafür. Und was haben wir jetzt statt einem Digitalministerium, ein Heimatministerium? Das sind genau diese falschen Botschaften, die ihn weiter so zeigen. Bevor es zu einer großen Koalition kommen kann, stimmt die CDU auf einem Parteitag über den Vertrag ab. Bei der SPD haben rund 460.000 Parteimitglieder das letzte Wort. Da wird wohl die Personalie Martin Schulz für heftige Diskussionen sorgen, denn der soll entgegen bisheriger Ankündigungen offenbar Außenminister werden. Ja, und dazu passt diese Reaktion von Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper. Der hat Martin Schulz kritisiert. Zu Schulz' überraschender Ankündigung, Außenminister werden zu wollen, sagte Trümper: Dann verliert man seine Glaubwürdigkeit. Wenn man dann auch noch den Parteivorsitz abgibt, der einem erst im Dezember übertragen wurde, ist das nicht besonders klug. Und clever. Ministerpräsident Rainer Haseloff ist derzeit im Urlaub. Er konnte es trotzdem einrichten, mit uns zu sprechen. Und ich sage schönen guten Abend, Herr Haseloff. Guten Abend. Was bedeuten denn die Ergebnisse des Koalitionsvertrages für Sachsen-Anhalt? Das Wichtigste ist, wir haben jetzt endlich eine Regierung, zumindest die Möglichkeit besteht. Und ich hoffe, dass sie zustande kommt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch vieles hinterlegt. Wir haben ja mitverhandelt und es zieht sich wie ein roter Faden durch, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse, vor allen Dingen zwischen Ost und West, für uns das Hauptthema weiterhin darstellt. Ist denn der Osten generell genug berücksichtigt im Koalitionsvertrag aus Ihrer Sicht? Ja, wir haben bewusst darauf geachtet, dass es nicht immer diese geografische Teilung gibt, sondern dass wir es an harten Fakten festmachen. Das heißt, an dem Handlungsbedarf. Und wenn wir das dann mal runterbrechen, dann fließen nach wie vor die meisten Fördermittel pro Kopf in den Osten, da wo sie auch hingehören, weil dort auch wirklich noch die Angleichung erfolgen muss. Da werden ja jetzt ganz verschiedene Personalien gehandelt. Es findet sich bislang kein Minister mit einer Ostbiografie darunter. Wer wird denn die Interessen des Ostens im Kabinett vertreten? Ich glaube, das ist ein Thema, was direkt im Kanzleramt angesiedelt sein sollte. Der Chef des Kanzleramtes muss mit der Kanzlerin dafür sorgen, dass ressortübergreifend die Interessen Ostdeutschlands gebündelt werden. Wir haben nach wie vor die Ostministerpräsidentenkonferenz, die werden wir noch viele Jahre brauchen. Und solange wir in dieser Konferenz auch geschlossen auftreten, und das haben wir die ganzen Jahre immer geschafft, werden wir uns auch entsprechende Stimme verschaffen. Wir haben vieles durchgesetzt und haben uns vorgenommen, das auch aufrechtzuerhalten. Vielleicht noch zum Schluss. Sie haben sich bei den Vorgesprächen in Berlin ja persönlich sehr stark eingebracht. Wie groß sind denn Ihre Ambitionen, nach Berlin möglicherweise zu wechseln?
Es gibt nichts Schöneres, als in Sachsen-Anhalt Ministerpräsident zu sein. Ich denke, die Berliner Ebene ist eine spezielle, wo wir unsere Interessen hinterlegen müssen, wo wir auch immer wieder eine Stimme erheben müssen. Aber auf der anderen Seite, die Aufgaben sind im Lande. Wir haben jetzt mit dem Koalitionsvertrag die finanziellen Möglichkeiten dafür geschaffen, das umzusetzen, was notwendig ist. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre, gemeinsam mit einer neuen Bundesregierung am Aufbau Ost weiterhin mitzuwirken. Rainer Haseloff, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön.